Hallöchen und willkommen zu einem etwas anderen Video heute. Und zwar spielen wir ein kleines, kurzes Horrorspiel namens Five Nights at Shrek's Hotel. Nummer 2. Ja, Nummer 1 habe ich nicht gefunden. Wahrscheinlich war ich nur blind, aber ich bin Nummer 2. Ist auch egal, wir brauchen keine Story. Wir sehen den wundervollen Shrek, wie er da steht und uns anstarrt. Das kann ja nur gut werden, so wie das jetzt schon aussieht. Ich mache das Spiel direkt mal ein bisschen lauter. Und dann gehen wir auch schon rein. Und ja, ihr dürft mich beobachten, wie ich innerlich sterbe. Ich hoffe, wir treffen Donkey und, oh mein Gott, okay. Und, also, dass wir Esel treffen und, oh, Lord Farquaad wäre super. Ich hoffe, der ist in dem Hotel und erschreckt uns. Na komm, öffne dich, Sesam, öffne dich. Aber ich bin nur ein anderer obdachloser Customer, lala, wie bevor. Ich habe nur 5 Nächte und sie werden gut werden, alles okay, und, so wie es immer war. Wir waren da schon, anscheinend schon öfters hier, das ist doch ein gutes Zeichen. Nacht Nummer 1. Das heißt, wir haben es ja schon öfters überlebt. Mann, das ist ja echt schon gruselig. Hallo, Mr. Shrek. Hast du ein Zimmer für uns frei? Kann ich da raufspringen? Oh, ich würde gerne, ich wollte hochspringen, so Kopf daran. Es hängt ein bisschen, also Sicherheitsmaßnahmen sind hier nicht eingehalten. Oh mein Gott, das ist überhaupt nicht verstörend oder so. Das sieht so verstörend aus. Kann ich wieder gehen, bitte? Nein. Okay. Ich hätte gerne ein Zimmer. Oh, hello there. Welcome to Shrek's Hotel. How can I help you? Du redest ja mit mir, das habe ich nicht erwartet. Hi, can I get a room for 5 nights, please? Sure, we have an empty room on the second floor. Okay, danke. Was ist das für ein Tier? Ich mache das den ganzen Tag, Shrek. Das musst du mich rauswerfen, wenn's nervt. Das ist ja super, diese Tier. Bleibt er da? Das ist gruselig. Wieso mache ich das? Wieso tue ich mir das an? Ich meine, ich weiß, warum ich mir das... Oh, Esel! Oh mein Gott. Was hat der Esel angetan? Der Esel gibt es nicht mehr. Er ist gestorben. Oh nein. Es tut mir leid, Esel. Ich sagte der Drachenlady, dass du sie geliebt hast. Was trägst du denn da? Oh mein Gott. Oh, wundervoller Mann. Nein, nicht Step Only. Nein, ich will mitkommen. Lass mich da rein. Lass, mach bloß nicht die Tür zu. Nein, ich will nicht rein. Oh, mein Spiel hängt. Das war wohl doch zu viel. Hinterherlaufen war nicht okay. Er hat abgeschlossen. Step Only, weißt du. Und dann... Im Schrank kann ich nicht gehen. Und Snacks? Das sind alles Schriftzeichen, die ich nicht erkennen kann. Ist das koreanisch oder so? Oh, hallo. Aloe King. Das kann ich wenigstens lesen. Oh, Pepsi. Ich hasse Pepsi. Ich weiß ja nicht, in welchem Team seid ihr. Ich bin auf jeden Fall Team Coca-Cola, auch wenn ich Coca-Cola auch nicht so gerne mag. Schwipschwap ist da ja mein Fall, aber Pepsi ist so widerlich. Ich will hier rein. Verdammt nochmal. Wie hieß nochmal der Lebkuchenmann? Hieß der einfach Lebkuchenmann? Huch. Ach, das ist tatsächlich die richtige Tür gewesen. Alles klar, denn... I need to take a dump before sleep. Das ist ja wundervoll. Danke, dass du mir das sagst. Das ist eine Information, die wollte ich unbedingt wissen. Ich meine, wer kündigt denn nicht vorher immer erstmal an, ob er auf Toilette gehen muss? Mich erschrocken. Hallo, Donkey. Bitte beschütze uns, sei unser Engel. Hi. Gerne wieder gehen. Hi. Ich muss zur Toilette, das stört dich nicht. Da? Ich muss auf die Toilette. Excuse me, where is the toilet? Ich weiß, die ist da. The toilet is over there. Krieg ich einen Schlüssel? Don't you dare pissing on the walls. Ach, verdammt. Was wollte ich eigentlich machen, Shrek? Sei doch nicht so ein Spielverderber. Ich wollte ein Kunststück daran malen. Was ist das denn für eine... Überhaupt nicht gruselig, Toilette. Genau so, dass man darauf gucken kann. Und Rutschgefahr. Wenn ich laufe, kann ich ausrutschen? Schade. Oh, wieso bin ich so klein? Wieso bin ich so klein? Das Waschbecken ist fast so groß wie ich. Also, das ist fast größer als ich, meine ich. Muss ich jetzt wirklich auf Toilette gehen und... Oh, ist ernsthaft? Ist es eklig? Wieso?
Kann ich spülen? Nein, wieso? Kann ich meine Hände waschen? Der Typ ist widerlich. Warum spielen wir den? Oh, das sieht. Ich glaube, Shrek hat uns gehört. Das findet er gar nicht toll. Tut mir leid, Shrek. Ich würde da jetzt nicht mehr hingehen die nächste Stunde. Da war kein Fenster drin. Und naja, du weißt ja, wie das so ist, ne? Leben im Sumpf ist nicht gut für den Magen. Guten Tag, Shrek Senior. Wir gehen jetzt schlafen. Okay. Schöne Schlafgeräusche. So höre ich mich auch immer, wenn ich schlafe. Ich hoffe ja auch. Wenn nicht, ist das nicht normal. Oh! Aber du hältst die Stange aber, als ob du gleich strippen würdest. Was soll das? Ich meine, die Kurven hat er, oder? Guckt euch ihn an. Kurve ist da. Bisschen komische Kurve, aber können wir abbeißen oder so? Das ist eine ganz andere Bedeutung, wenn man zu ihm sagt, ich lass mich dich vernaschen. Endet nicht gut. Last night you took a big dump in my toilet. Took me a long time to clean it. Oh mein Gott, der hat sich echt daran erinnert. Das war er. Das war nicht ich. Das war er. Ich ganz bestimmt Now you nicht. have to help clean up the toilet floor. Wieso denn die Flur? Was habe ich denn da drin gemacht? Gib mir den Besen. Dummes Vieh. Kann ich leider nicht schlagen. Achso, ich muss interacten. Ich dachte, ich könnte einfach wischen. Was habe ich denn hier gemacht? Hier sind überall Flecken. Ich habe überall hingepinkelt. Kann das sein? Ich wette, ich habe überall hingepinkelt. Ich meine, ich bin kein sauberer Mensch. Ich habe nicht mal die Hände gewaschen. Das kann doch nicht wahr sein. Wir haben nicht mal Toilettenpapier benutzt. Hier ist ja nicht mal was. Hier, kannst du deinen Besen wieder haben. Oh, er weint. Oh, ist das blöd, wenn dir der Besen weggenommen wird. Das tut mir so leid. Kriegst du aber nicht wieder. Ich habe den anscheinend sonst wohin gesteckt. Oder ich habe ihn noch in der Hand. Oh, er liegt da. Oh, guck mal, dein Besen liegt im Dreck. Ist das nicht traurig? Wieso? Was? Ich gehe einfach nach oben. Passt schon. Gute Nacht. Heul. Der andere soll weiter heulen. Ich brauche das alles nicht. Ich bin besser. Der Kunde ist König. Oh, was was that? Ein komischer Lampenmann oder was? Ich meine, das war ein normaler Kopf, aber das hat man ja kaum gesehen. Hallo? Lass mich rein! Hallo? Was war das für ein komisches Viech? Ich hätte ihn gerne genauer betrachtet. Leider war ich zu beschäftigt mit meiner Rede über den Besen. So, I gute don't feel Nacht. sleepy. Ach, dann halt Maybe I should nicht. take a look at the paintings. Wieso sollte ich mir die Bilder angucken? Ich stehe nicht auf Kunst. Wir können kein Künstler sein. Nicht, wenn wir das auf der Toilette gemacht haben. Künstler sind bestimmt ein bisschen geordneter, obwohl die leben auch im Chaos. Ja, aber meint, vielleicht ist das ja die Kunst gewesen, die wir da veranstaltet haben. Oh mein Gott, dieses Bild. Oh. Oh, er hat darauf Oh no, what have I geniest. done? Wieso ist der denn so eklig? Sind wir auch Roger oder was ist denn dir denn für ein ekelhaftes Viech, Mann? I should do something. Shrek darf das nicht sehen. Nimm das ab oder so. Komm schon. Wir laufen weg. Was ist das? Ich glaube, das ist Shrek. Der kommt. Oh mein Gott. Ich hab Schrecken. Ich dachte, die Schritte wären unter uns. Und der kommt nur hoch. Aber nein. Oh, der jagt uns auf einmal. Okay, nochmal. Last night you took a big dump in my toilet. Ja, Now you ich, have to help clean up the toilet ist floor. okay. Ich mach das nochmal. Und nächstes Mal renne ich nicht weg. Ich weiß nicht, was er mit uns gemacht hat, aber dass wir das Bild verschandelt haben von seinem Großvater, hat ihm, glaube ich, nicht gefallen. Kommt der ganze Dreck hier weg. Das auch weg. Und schmeiß den Besen dahin. Braucht doch niemand. Ja, heul du mal weiter. Ich gehe jetzt schlafen. So. Ey, Tür zu. Ich hoffe nicht, ob das hilft, dass wir die Türen zumachen, ob er dann weniger schnell zu uns kommt. Da, wer bist du? Who was that? Ja, einen schönen Haarschnitt gehabt. Ich hoffe, der kann uns den Friseur empfehlen, soweit er wieder rauskommt. Puh, ich muss erst zum Bett gehen, um mir dann sagen zu lassen, dass ich mir I ein don't feel sleepy. Maybe I should Gemälde take a look angucken at the soll. paintings. Ja, ich weiß, die Paintings, die gucke ich mir schon an. Bitte nies nicht nochmal. Und er niest nochmal. Oh, Oh es ist so no, what have widerlich. I done? Du bist I ekelhaft, should das do hast du getan. something.
Diesmal laufen wir nicht weg. Das lief gar nicht gut. Ich weiß nicht mal, wo wir hinlaufen könnten. Oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, that was close. Oh, das war okay. Okay, wir waren eben nur zu langsam. Oh Gott. Who could it be? Ach, wer könnte das nur sein? Vielleicht der riesenfette Oger, der uns verfolgt? Hi, how could I help? Hallo. Just checking in. There's some noise coming from upstairs. Ich hab nur gehustet. Alles gut. I didn't hear anything. Are you sure? Ja. Yes, sehr sicher. Genau, alles ist super. All right. Good night, then. Gute Nacht. Ekelhaft. Jetzt haben wir dieses mit Popeln beschmierte Bild bei uns. Vielleicht können wir es ja verkaufen. Irgendwelche Shrek-Fans kaufen es sicher. Der labert über uns. Was soll das? Warum redet ihr über mich? Was fällt euch ein? Ich beiß dich gleich mal, ganz ehrlich. Du wirst mein Mittagessen werden. Da war schon wieder. Oh, die reden über uns. Sag mal, du hässliches kleines Viech, was fällt dir eigentlich ein? Was soll das? Ich bin ihr Kunde, warum werde ich respektlos behandelt? Du. Nee, das ganz ehrlich. Ich kann in die Küche. Oh mein Gott, der Typ. Oh, und der gestiefelte Kater. Du bist schon fett geworden, oder? Ich kann sogar Essen auswählen. Wir haben so vieles, was als Mittagessen gut zählen würde. Oder erst Abendessen. Wir nehmen eine Banane. Dankeschön, Mr. Katze. Hey, how are you doing? Hallöchen. Kannst du mir sagen, wo du deine Haare machen lassen? Ich würde die nämlich auch gerne haben. Hi, I'm Carl. Hi, Carl, wenn du so sprichst. Nice to meet you, Carl. Ich weiß nicht, wer ich bin. Peter? Soll ich die Banane essen? Ich bin in Minecraft angekommen. So, gib mir deinen Burger. Na komm. Komm schon. Ich habe kein Geld mehr. Gib's mir einfach, okay? Gib mir bitte den Burger. Bitte. Oh, da war gerade blau. Krieg ich das nochmal hin? Nein. Kann ich mit dem gestiefelten Kater reden? Hallo? Nein, kann ich nicht, aber ich kann mich in ihn reinstellen. Ich bin jetzt der Kater. Na, wie gefällt dir das, Herr Karl? Dann hast du mal einen Grund zum Weglaufen, nicht so wie eben. Hä? Wo ist der Keksmann hin? Die Toilette? Ich hab geschlossen, jetzt bestimmt zur Toilette. Weißt du, den lässt du bestimmt nicht putzen, wenn er da hinmacht auf dem Boden. Aber ich werde bestraft dafür. Pure Gemeinheit. Nur weil ich kein grüner Oger bin, sondern ein lila, ne? Kann ich hier irgendwo noch rein? Snack kann ich nicht kaufen. Auch nicht in den Schrank. Dann gehe ich halt schlafen, ist ja gut. Das Gemälde ist immer noch da. Ich bin schon bei fast Nummer 5. Sollte nicht irgendwas passieren noch? Oder ist das einfach nur eine Nachterfahrung? Oh mein Gott, er ist nicht mehr da. Und da sind Umzugskartons. Oh Gott, das heißt nichts Gutes. Hä, haben die uns alle verlassen? Aber wir haben da noch 2 Nächte. Na, eine Nacht haben wir noch, oder? Ne, 2. 5 Nächte waren das. Hä? Shrek? Hallo? Darf ich hier jetzt arbeiten? Ist das jetzt mein Hotel? Das nehme ich gerne an, das Erbe. Aber nur, wenn ich vorher deine grüne, kalte Leiche finde. Hallöchen, ist jemand oben? Vielleicht Karl? Oh, hast du mich erschrocken! Nein, das war Karl! Nein, das war Karl! Oh Gott, das ist gar nicht gut. Meinetwegen. Kann ich das Gemälde wenigstens wieder haben? Damit willst du doch eh nichts mehr machen. So kuscheln. Ja, guck mal, so legt er den Arm um uns und das ist auch ein wundervoller Anblick. Er guckt das mit so viel Liebe an. Ich habe mich noch nie so geliebt gefühlt. Jetzt kann ich die Tür zu machen. Okay, nein. Ciao. Ich will dich nicht weiter angucken. Verdammte Nachtschichtarbeit. Was ist das eigentlich für ein Hotel? Und wieso war er in unserem Zimmer? Respektlos, ey. Geht einfach in unser Zimmer. Klaut unsere Sachen. Ja, ich mach ja schon. Darf ich da nicht durch? Muss ich das einfach hier hinlegen, oder was? Achso, hier. Oh mein Gott, warum sind da Äxte und Schwerter und... Was ist das da oben? Was hast denn du für eine Sammlung? Perversling, ey. Kann ich das mitnehmen? Schade. Oh, ich weiß ja nicht, was uns heute Nacht hier erwarten wird.
Ich hoffe, Esen kommt irgendwann wieder zum Leben zurück. Oh, Karl, hallo, willst du mir helfen? Hey, how are you doing? Hello, I'm fine. Do you need any help? Ja, gerne. Thanks. It would be great if you could bring a box upstairs. Das wäre wirklich sehr nett von dir. Guck mal, Karl ist doch super. Das ist ein toller Freund. Naja, ich wollte ihn gerade opfern, aber das vergessen wir einfach mal. Das ist nie passiert. Guck mal, Karl hilft mir, Shrek. Siehst du? Das ist Gastfreundschaft. Nicht so, wie du das machst. Ich bin fertig. Good boy. Now you can go sleep. Bitte nenn mich nicht Good Boy. Das ist ja ekelhaft. Hab ich geschlafen. Obwohl. Oh mein Gott, bist du eine Eule oder was? Was ist das denn? Shrek, nein. Bitte. Dein Kopf. Bricht dir nicht dein Genick, Mann. Nee, okay, ich gehe schlafen. Weißt du, das ist mir zu viel. Deinen komischen umgedrehten Kopf muss ich nicht sehen. Mitternacht. Null? Oh Gott, warum ist jetzt alles rot? Hallo? Karl? Shrek? Gestiefelter Kater? Lebkuchenmann? Warum ist alles abgeschlossen? Wieso kann ich hier nichts machen? Ich kann in mein Zimmer, aber. Karl! Oh! Oh! Hör auf, mich zu erschrecken! Mein Gott, hasse ich ihn! Ich hasse ihn! Ah! Ich glaube, ich gucke mir bald die Shrek-Filme an und werfe jedes Mal ein verdammtes, verrottetes Gemüse auf den Bildschirm, wenn ich diesen verdammten Shrek sehe. Was ist denn Shrek-Juice? Ich will lieber Shrek-Juice trinken. Wer will denn Shrek-Saft trinken? Was ist das überhaupt für Saft? Wieso trinke ich das jetzt? Schlürf das doch nicht so ab. Oh Gott, was passiert denn jetzt? Ich kriege irgendwelche Himmelswarnungen. Wie, ich fühle mich stark. Bin ich jetzt Popeye geworden oder was? Mit Shrek? Kann ich noch was davon trinken? Und was ist, wenn ich mehr trinken will? Ah, ich will nicht, dass das Spiel aufhört und wir von vorne anfangen müssen, aber ich würde gerne mich jetzt übertrinken. Oh, vielleicht verwandeln wir jetzt in Shrek. Komm, wir trinken einen mehr. Man lebt nur einmal. Sterbe ich jetzt oder komme ich wirklich in den Himmel? Ich bin tatsächlich gestorben. Oh, war da ein Speicherpunkt? Da war ein Speicherpunkt, Gott sei Dank. Ich glaube, der Macher wusste, dass wir nicht widerstehen können, Shreks Saft zu trinken. So ekelhaft, ne? So, wo ist Karl? Der ist jetzt nicht wirklich tot, oder? Wehe, der ist wirklich tot. I feel strong. Das war mein einziger Freund. Ich bin im Gefängnis. Oh mein Gott, wir sind ja echt ganz schön stark jetzt. So stark wäre ich auch gern. Erstmal Banken ausrauben. Karl, oh no. Wieso ist es dunkel I geworden? feel weak again. Okay, dann hole ich halt wieder eine Dose. Nee, warte mal. Darauf falle ich jetzt nicht rein. Ich habe mir jetzt eine Dose geholt, aber es wäre nicht gut. Oh my God, you're alive! Thank God, I thought you were dead. Klingt so, als ob ihn das kein bisschen interessiert, dass Karl hätte tot sein können. Let me see if I can find something to let you free. Können wir ihm nicht eine Dose holen und sie ihm dann geben, da kann er sie trinken? Oder können wir das nur selber trinken? Können wir es mitnehmen? It says on the back to not. I might overdose. Ah, schade. Ah, nee, hier, take one. Ja, Karl, ich habe Juice für dich. Trink es. Trink Shreks Lebensenergie. Komm schon. Hier. Here, take this energy drink and drink it. Okay. Okay. Oh, meine Güte, ich laufe. Lass mich in Ruhe. Absolut nicht. Das ist widerlich. Ich würde mich gerne umbringen, aber ich habe Angst. Oh Gott, der sieht fragend aus. Ich habe deinen Vorrat nicht geklaut. Ich bezahle dafür, bitte. Ich gebe dir meine Zehennägel. Die magst du doch bestimmt. Die sind für dich wie Chips. Oh. Oh Gott. Bitte lass mich in Ruhe. Ich flehe dich an. Komm schon, Karl. Schlag ihn mit einer Schaufel oder sowas. Mit einem Rohr. Oh mein Gott. Mega, Karl. Der ist nicht stark geworden. Kommt der Bossfight. Komm, Karl, mach ihn fertig. Komm schon. Mach ihn fertig.
Ach, ihn. Fertig. Oh, mit einer Panzerfaust. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ist sie? Ist die Panzerfaust? Oh nein, er wirft sie zurück. Okay. Was war das denn jetzt für ein Ende? Was? Thank you for playing. I hope you enjoy the game. Bitte rede nicht mit mir im... Bitte rede nicht im Menü mit mir. Das fühlt sich viel zu echt an, wenn du im Menü mit mir redest. Oh, okay, das war widerlich. Das war ein kurzes kleines Spiel, schön. Widerlich, aber immerhin hat man Shrek gesehen und wie die Erde explodiert ist. Oder wenigstens ein Stück, wo auch immer wir waren. Danke, Shrek. Danke für die Gastfreundschaft.